Hallo, ihr sucht ein Stück Portugal weit ab vom Tourismus? Ja, dann seid ihr bei mir genau richtig. Mein Name ist Uwe Schimjonek, ich lebe seit 1993 permanent an der Algarve und biete meine Dienste als euer deutscher Wanderführer für die Algarve an. Ich organisiere ganze Wanderwochen, biete individuelle Führungen oder aber auch einzelne Tageswanderungen an. Eben alles rund ums Wandern. Wenn du mit deiner Gruppe naturinteressierter Menschen an die Algarve kommen möchtest, dann freue ich mich darauf, mit dir gemeinsam ein passendes Programm für deine Gruppe zusammenzustellen. In diesem Video geht es um eine Wanderung bei Carrapateira an der Westküste der Algarve. Vom kleinen Ortskern wandern wir zum Praia de Bodeira. Um zum Strand zu gelangen, muss man den Ribeira de Carrapateira durchwaten. Eine Brücke gibt es zurzeit noch nicht. Wir bleiben aber am linken Flussrand und gehen auf einem Pfad durch losen Sand über die Dünen zu einem Aussichtspunkt, der ein Stück ins Meer hineinragt. Von hier hat man einen herrlichen Blick und man kann nun auch die ganzen 3 Kilometer vom Strand einsehen. Normalerweise, wenn man an der Westküste der Algarve wandern geht, sieht man überall die dunkelfarbigen Sedimente und wie sich die Schichten im Laufe der Erdgeschichte geformt haben. Hier bei Carrapateira zwischen den Stränden Praia de Bodeira und Praia de Amado herrscht ein gänzlich anderes Bild vor, was an dem kalkhaltigen Gestein liegt, welches hier vorherrscht. Und das macht die Wanderung hier bei Carrapateira auch so besonders. Hier bei diesem holprigen Wanderweg lohnt es sich, einen guten Wanderschuh an den Füßen zu haben. Und wem es zu unwegsam ist, der kann auch einige zig Meter auf dem parallel zur Küste verlaufenden Erdweg gehen. Dort wird aber hin und wieder ein Auto an dir vorbeifahren und du siehst nur einen Teil von den hier gezeigten Bildern. Auch hier können wir sie sehen, die Angler, die sich gefährlich nah am Klippenrand aufhalten, um einen leckeren Fisch aus dem Atlantik zu angeln. Ich bin ja nun schon öfter hier gewesen und je nachdem, welches Wetter vorherrscht, ändern sich auch die vielen Farben des Gesteins. Wenn die Sonne scheint und nicht so viel Dunst in der Luft liegt, ist es hier am schönsten. Aber letztendlich musst du selber hier gewesen sein und das mit eigenen Augen sehen. Erst dann, wenn du die Natur spürst und sie dich beeindruckt, wirst du verstehen, warum diese Wanderung mit zu den schönsten der Algarve zählt. Das Video soll dir nur einen kleinen Eindruck vermitteln und dich motivieren, hier zu wandern. Auf meiner Homepage bei den Terminen kannst du sehen, wann diese und auch andere Wanderungen angesetzt sind. Über eine Anmeldung würde ich mich natürlich sehr freuen. Obwohl es bei dieser Wanderung kaum Höhenmeter zu bewältigen gibt, ist man am Ende der Wanderung zufrieden mit dem Geleisteten. Wir wandern dem Praia de Amado entgegen. Dieser Strand ist bei vielen Surfern sehr beliebt. Ich glaube auch, dass hier die ersten Surfer den Atlantik für sich entdeckt haben und dass somit der Boom des Surfens in der Algarve hier seinen Anfang genommen hat. Nach etwas über der Hälfte der Wanderung erreichen wir ein Restaurant, wo wir uns natürlich niederlassen, um ein erfrischendes Getränk oder einen Kaffee zu trinken. Gleich nebenan sieht man ein, zwei Häuser, die den Fischern als Lagerräume dienen. Jetzt können wir den Praia de Amado sehen. Ein Stückchen weiter erreichen wir eine archäologische Ausgrabungsstätte. Hier befand sich im 12. und 13. Jahrhundert unter islamischer Herrschaft eine Art Fischerdorf. Auf Erdwege geht es durch die zuckerhutähnliche Hügellandschaft zurück nach Carrapateira, dem Ende der tollen Wanderung.
In den glücklichen Gesichtern kannst du nun ablesen, dass es Freude bereitet hat, hier zu wandern. Und wenn ihr mehr zur Algarve wissen möchtet, dann solltet ihr ruhig mal auf meinem Blog vorbeischauen. Denn dort findet ihr Tipps, Wissenswertes und Wichtiges für euren Portugal-Algarve-Urlaub. Zum Beispiel unter dem Menüpunkt Portugal, Reisetipps, weiter unten auf der Seite der Artikel zum Straßenverkehr. Wie verhält man sich in einem zweispurigen Kreisverkehr richtig? Über ein Liken würde ich mich ebenso freuen wie ein Teilen auf Facebook, Google oder den anderen sozialen Netzwerken. Und vielleicht lernen wir uns ja mal persönlich bei einer meiner geführten Wanderungen kennen. Also dann, bis demnächst. Euer Uwe Schemionek.